Hallo, ich bin's mal wieder, der Valentin. Ich heiße dich willkommen zurück zu einem neuen Bericht. Ich wünsche dir erstmal ein schönes neues Jahr. Und ich bin wieder zurück aus meinen Weihnachtsferien. Und es geht weiter mit einem neuen Bericht. Und ich bin schon sehr gespannt, denn diesmal geht es um Tourismus. Tatsächlich. Mein Kollege ist quasi in die Tourismusbranche, reingegangen und hat sich da mal ein paar Leute geschnappt und macht damit jetzt mal ein bisschen Asche. Ich bin schon sehr gespannt, ob das alles so klappt, wie er sich das vorgestellt hat. Aber ich kann schon mal sagen, der eigentliche Grund ist eine wissenschaftliche Mission, logischerweise. Es soll nämlich eine Station errichtet werden auf den Minmus. Wie wir alle wissen, ist der Minmus ein Trabant, nicht wahr? Der zweite Mond der Körbelerde. Und da soll es heute hingehen. Allerdings noch nicht mit einer Landung, sondern einfach erstmal so, um die Lage abzuchecken. Denn dort soll eine wissenschaftliche Station errichtet werden. Auch ein Fahrzeug soll dort nach oben transportiert werden. Jetzt sehen wir allerdings erstmal Jebediah, wie er mit vier Touristen nach oben düst. Nicht wundern, den Start sehen wir deswegen, weil es ein außergewöhnlicher Start ist. Weil nämlich ein Tourist unbedingt sehr gerne, auch Sponsor genannt, sehe ich hier gerade, ich soll Sponsor sagen? Ja, okay, Sponsor. Immer hier diese, weißt du, so, naja, egal. Sagen wir einfach ein Sponsor. Ein Sponsor möchte in den Genuss eines suborbitalen Raumflugs kommen. Und deswegen startet die Rakete senkrecht, denn das bedeutet, dass sie auf 70 Kilometer Höhe geflogen werden kann, ohne dass dabei aber ein Orbit entsteht. Und genau das ist, was einen suborbitalen Raumflug ausmacht. Genau. Ich habe geschaut, ob ich ein paar Fakten, ein paar begeisternde Fakten zum Minmus rausfinden kann. So viel ist es diesmal tatsächlich nicht gewesen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, zum historischen Hintergrund, den gab es nicht immer. Nein, nein, nein. Der ist entstanden. Und zwar gab es mal einen noch viel größeren Planeten vor Urzeiten, der hieß Maxmus. Und der wurde aber irgendwann von einem Meteoriten getroffen, der so einen riesen Einschlag verursacht hat, dass der Planet aufgesplittert ist, unter anderem in den Minmus. Und so ist der Minmus damals entstanden. Und auf dem Minmus gab es natürlich auch schon immer Tiere. Und die ersten Tiere, die es auf dem Minmus gab, das ist jetzt kein Scherz, das waren Mammuts. Logischerweise, wenn man dieser Analogie folgt, ist natürlich die Lieblingsspeise der Bevölkerung oder der, Bevölkerung, die es irgendwann mal geben soll. Die Lieblingsspeise, so haben sich unsere Leute gedacht, soll dann Mousse au Chocolat werden. Das ist doch genial, oder? Um die Leute darauf einzustimmen, soll das schon mal während der ersten bemannten Raumfahrten serviert werden. So auch tatsächlich auf dieser Raumfahrt. Das sieht man jetzt nicht, aber es gibt tatsächlich an Bord Mousse au Chocolat. Also meinem Kollegen war hier nicht zu teuer. Und die erste Band, die auf dem Minmus auftreten soll, irgendwann mal, die ist tatsächlich auch schon startbereit und das ist auch schon alles geplant. Das kann natürlich nur The Rasmus sein, ne?
Das schon mal zu den Plänen, also soweit ich das jetzt verraten darf. Also viel mehr darf ich tatsächlich noch nicht sagen, aber das, ja. Diese Flüge sind natürlich noch sehr explosiv, aber die Kermans sind sehr darauf erpicht, natürlich jeden hochzubringen, der das unbedingt gern möchte. Und die Flüge werden mit Sicherheit irgendwann erschwinglicher. So, da sehen wir ihn, den Minmus. Und da links sehen wir die Rakete. Und dort sehen wir die Ziele. Dort sehen wir es nochmal. Befördere 4 Terroristen sicher an ihre Ziele. Und da stand unter anderem: Umkreise den Minmus. Und genau das ist ja jetzt geplant. Es sieht also durchaus danach aus, als ob alles nach Planung verlaufen würde. Nach Plan. Nach Planung? Nach beiden. So, und jetzt sehen wir, die Umlaufbahn geht ganz leicht am Minmus vorbei, aber trifft quasi fast den Minmus. Et voilà. Und nun wird mein Kollege höchstwahrscheinlich wieder den Nutzen ziehen aus einem Effekt, dem wir schon das letzte Mal begegnet sind, nämlich dem Obert-Effekt. Wir erinnern uns, der Obert-Effekt ist quasi, wenn man nah an einem Himmelskörper, beispielsweise an einem Planeten, der ja eine gewisse Masse hat, heranfliegt und dann in einem gewissen Winkel los oder weiterfliegt, dann verbraucht man eigentlich, kurz gesagt, weniger Treibstoff, also weniger Masse, weniger Treibstoffmasse. So, ich denke, alle Berichte sind eingesammelt. Genau, und jetzt hat mein Kollege nur noch mal kurz den richtigen Zeitpunkt für den Antrieb ausgewählt und deswegen kurz vorgespult. Und jetzt wird es gleich wieder zurückgehen zum Körben. Genau jetzt.
Genießen wir nochmal diese Bilder vom Weltall. Immer wieder schön. Also schreibe da ja mal bitte ein bisschen Anstand, ja, wenn ich das hier sehe. Also der reißt ja fast den Mund vor Erstaunen fast so weit auf wie die Touristin dort im Bild. Unglaublich. Sie hat auch die Augen genauso weit aufgerissen. Bisschen Anstand, wenn ich bitten darf. Ich glaube, fast mit dem sollte man noch mal reden. So, alles bis auf die Kapsel wird abgeworfen, wie gehabt. Das sieht doch soweit gut aus. Man kann ja nie wissen. Manchmal wird leider auch am Hitzeschild gespart. Dann geht das Ganze nicht so gut aus. Aber gerade wenn man Touristen an Bord hat, sollte man dann natürlich keinen Fehler machen. Ich kann es ja nicht verhehlen, die Fallschirme erinnern mich an etwas Bestimmtes, aber ich sage jetzt nicht woran. Jebediah erinnern diese Fallschirme auch an genau das Gleiche, glaube ich, wenn ich mir diese Augen anschaue. Und das war's fast wieder. Ich hoffe, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, Zuhörer, liebe Zuhörerin, wie auch immer, ich hoffe, dir hat auch dieser Bericht wieder Freude bereitet. Und ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle schon mal noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer du mir hier gelauscht und zugeschaut hast. Beziehungsweise meinen Kollegen zugeschaut hast, logischerweise. Und wer weiß, vielleicht transportieren wir ja auch irgendwann mal dich auf den Minmus. Noch eine kleine Anmerkung von mir. Ich gebe schon mal eine Preview. Ich darf das, hat mir mein Kollege so gesagt. Zur nächsten Mission, denn dort wird dann ein Tourist auf den Minmus gebracht.